So, willkommen zu noch einer Amnesia Custom Story. Heute House of Creep wurde mir empfohlen, oder ich sollte es mal let's playen. Mache ich natürlich gerne und wir sind zu zweit hier, selbstverständlich. Hallo Leute. Weil alleine mache ich das nicht, das wisst ihr ja mittlerweile. Ja, wir machen das zu zweit. Hat sich jetzt auch so eingebürgert, dann können wir das auch jetzt weiter ja, so genau. Machen. Haben sich schon alle dran gewöhnt. So, House of Creep, ja, habt ihr schon gesagt, wurde mir empfohlen. Soll kurz, aber extrem schlimm sein. Und es gibt Schränke, viele Schränke. Okay. So, Bro. I found you sleeping in the woods. Ich hab dich im Busch gefunden, als du gepennt hast. Then I took you in the House of Creep, um mit dir zu spielen. Also er hat uns in sein Haus geholt und will jetzt mit uns spielen. Okay. Okay. Das Haus vom Creep, also das Haus vom Psychopathen. Das hört sich auch ganz schön pädophil an. Ich meine, man weiß ja nicht das Alter von uns. Vielleicht sind wir ja ein kleiner Junge oder ein kleines Mädchen und Oder wir hatten einen anderen Spleen, wir sind ein Penner und der war ja in the Woods. Also ich würde das jetzt eher übersetzen mit, der hat uns in irgendeinem Busch gefunden, in irgendeinem Unterholz. Also vielleicht sind wir irgendein Penner und er hat uns in sein Haus geholt, um uns hier zu. Die bösen Wörter möchte ich heute nicht aussprechen. Hm. Ja, um uns etwas nicht ganz so, um uns unkeusche Dinge anzutun. So, da haben wir das Wort gefunden. Okay. Das ist voll die Riesenpflanze. Achso, du magst ja keine Zimmerpflanzen. Ich weiß. Also im Prinzip liebe ich die total. Oh, ein Buch. Pflanzenreich. Sogar auf Deutsch. Mensch, na. Und das sieht noch richtig altdeutsch aus, die Schrift. Ja, aber das richtige. Oh, viele Zunderbüchsen. Das richtige Spiel, das spielt ja auch irgendwie Schloss Brennenburg in Preußen. Ja, genau. Und das Buch ist also ein richtiges Objekt, also das. Sehr detailgetreu, wenigstens auf Deutsch. Ja, das ist doch gut. Eine Lampe. Ich habe immer erst gedacht, das spielt in England, dieses Ur-Amnesia-Spiel, aber dann wurde ich ja schon aufgeklärt, dass es ja doch in Deutschland spielt. Ja, also im ehemaligen Deutschland. Wenn du das liest, dann bist du aufgewacht und der einzige Weg hier raus ist das House of Creep zu bewältigen. Zu bewältigen, genau. Viel Glück und einen fröhlichen Tod. Ja, okay. Fröhlichen Tod, okay. eine Minilampe. Wie hat er das hier mit den Objekten? Alles ist so klein und groß, backende Texturen. Okay, gehen wir mal, ne? Über Dead, Death und Thief haben wir schon mal geredet, wa? Müssen wir nicht nochmal... Dead und Thief? Nee, das haben wir schon... Das haben wir schon abgeklärt. Okay. So, haben wir hier was? Nein. Oh, ich hasse es immer, wenn da irgendwelche Statuen und Rüstungen und so rumstehen, irgendwie. Das ja, ist immer. Genau. Das liegt aber auch an meiner Übertragungsrate hier. Das ist dann immer auf einmal ploppen diese Dinger vor mir auf und du hast die dann immer schon gesehen. Tage. Okay, wo haben wir jetzt hier Geld? Gibt's hier einen Händler? Ja, ich wollte gerade sagen, haben wir das jetzt irgendwo? Moment. Okay, im Tagebuch wird's nicht sein, aber. Nicht, dass auf einmal kommt der von Resident Evil 4 hier. What were you buying? Ja, welcome! Ja, genau. Thank you. Come back anytime. Ja, der ist so cool, der Typ. Irgendwie der geilste Waffenhändler überhaupt. Ja, ja. Das stimmt. Ich hab echt Angst immer, wenn da diese... Zeug, ey. Das ist ja echt, Oh, was haben wir da? Kann ich das aufheben? Das sieht aus wie ein Schlüssel. Ach nee, das ist Glas. Okay. Lalalalalalala. Ich hab Angst. Ich hab was gehört. Oh Gott, ein backender Stuhl. Okay. Oh, ich hab schon gedacht, irgendwas Schlimmes. Okay, machen wir das mal an. Ich verschwende viel zu viel Öl. Jetzt schon. Ich merk das schon. So. Was sind das für alles für Tränke, die du da bei dir im Inventar hast? Und das jetzt hier Health? Das ist die Laterne. Vernunftstrank ja, und Laudanum. Laudanum. Also einmal für körperlich und geistig.
Genau. Ich habe extra nochmal nachgeschlagen, Laudano. Beim letzten Mal hatten wir das ja schon mal. Es ist eine Opiat-Tinktur, also gewonnen aus Mohn. Oh nein. Guck mal, ist das nicht offensichtlich? Ein Schrank am Ende des Ganges. Guck, guck, das ist doch so offensichtlich. Jetzt nicht den Schrank. Okay, ist der ja jetzt drinne? Oh. Und ich sag doch, das ist offensichtlich. Ich bin von der Kreuz ab. Ich wollte schon weg, war was dabei aus dem Fenster zu springen. Was haben wir denn? Maschinenraumschlüssel. Auf dem Schild steht Maschinenraum. Davor muss ich mich erstmal beruhigen. House of Creep. Ein Penis. Oh Mann. Oh Mann. Warum muss ich auch? Der kalten Tee. Okay. 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 Weil ich glaube, das war der lauteste Schrei, den ich bisher je bei dem Spiel hatte. Und mein Herz klopft, glaube ich, so doll wie noch nie. Oh, ich weiß gar nicht. Muss ich gleich mal überprüfen. Also es schlägt noch. Das ist schon mal gut. Meins auch. Aber ich glaube, zu schnell ist dann auch nicht gut. Ich weiß nicht, irgendwie, aber geht. Das waren schon mal Male, da ging es mir richtig schlecht hier, als wir das hier gemacht haben. Geht, boah, das war. Ach. Warte mal. Wieso liegt hier ein Kopf? Hab ich den da hingeworfen? Ich glaube. Ja, den hast du vorhin da hingeworfen. Nein. Du schmeißt. Das da ist meiner. Da, der ist meiner. Guck. Okay, ist aber nichts dran. Okay. So, ist hinter dir ein Schlüssel oder so? Wer hat mir diese Kassenstory empfohlen? Ja, der kann sich ja unten in den Kommentaren ja nochmal outen, wer das hier sich hier empfohlen hat. Genau. Der wird da mehrfach verprügelt, dass er mir sowas antut. Nein, natürlich nicht. Nein, gefällt mir irgendwie. Finde ich nach geil. Den beiden letzten Enttäuschungen, die wir nun hatten mit den Kassenstories, ist es hier nun echt, ist schon gut. Das gefällt mir hier gut. Ja, okay. Irgendwie kam gerade kein Aufschließ-Sound. Oh nee. Oh Mann, jetzt reicht's. Ich hab keinen Bock mehr. Jetzt reicht. Ich will nicht mehr. Mann. Okay, komm. Der Totenkopf. Ich wette, damit ist auch gleich irgendwas, oder? Nein. Oh. Okay. Hier fliegen ja ständig irgendwelche Viecher durch die Gegend. Das ist nicht gesund für mich. Maschinenraumschlüssel. Okay. Wir finden immer nur die Maschinenraumschlüssel. Das ist irgendwie seltsam. Oh Gott, okay. Ich bleib jetzt hier bei dieser kleinen süßen Kiste. Wollen wir einen Cut machen nach 8 Minuten? Nee, komm. Ich hab Angst, dass es hier bald klingelt, wenn man denkt, dass hier oben Morde passieren bei uns. Bei dem Niergleiche. Warte mal, haben wir eigentlich doch Öl? Oh, jetzt habe ich mich gerade verschluckt. An meinen eigenen Speichel. Ich bin gerade total aufgeregt. Öl haben wir nicht mehr. Okay, ich denke mal. Das ist ungefähr genauso schlimm, als wenn dir mitten bei der Konversation die Sabber aus dem Mund läuft. Warte. Oh Mann. Das ist schon wieder so eine offensichtliche Scheiße. Ich will nicht mehr. Oh, ich weiß nicht, ob ich jetzt hingucken kann. Guck hin! Ich will das hier nicht allein machen. Komm, wir machen jetzt erstmal Dosenwerfen zur Entspannung. Mit einem Fass. Ja. Yay. Oh, ein Schlüssel. Hä? Warum Maschinenraumschlüssel? Ja, wir finden nur Maschinenraumschlüssel, ne? Auf dem Schild steht Maschinenraum. Aber wir haben nur eine. Müssten das nicht mittlerweile schon X3 dahinter stehen? Wir haben das ja den dritten schon. Nee, wir haben die ja benutzt an den Türen. Ach so. Wie viel Zünderbüchsen? 13. Oh, ich will da nicht zum Schrank, wenn da wieder eine Leiche oder so rausfliegt, ja, ne? Ja, aber draußen gehopst. Ist da was drin? Oh Gott! Warte. Das ist ein Monster. Bitte lass ihn passen. Oh, danke. Der ist Okay. Ist nicht so schlimm. Okay. Ich war auch diesmal richtig drauf vorbereitet, dass jetzt da was drin ist.
letzten beiden Male haben mich doch, das zweite Mal besonders, hat mich sehr überrascht. Okay. Oh, das war ein echtes. Und warum backen die ganzen Stühle hier so rum? Mann. Oh. Oh, nee, ich gehe da nicht. Also ich muss sagen, ich wundere mich über meine Framesrate. Vielleicht ist es auch deshalb für mich heute so schlimm, weil ich habe ausnahmsweise mal 22. Ja, ich sehe es ja auch gerade, das ist viel. Ich hab mich nicht erschrocken, weil ich habe nicht zum Dings geguckt. Ich habe gerade auf meine Stoppuhr geguckt. Wie viel wir denn schon aufgenommen haben. Oh. Da sind irgendwelche Fässer runtergefallen. Ja, das habe ich auch gesehen. Also nicht gesehen, aber jetzt sehe ich's. Okay. Da leuchtet es rot. Dann gehen wir doch mal zum... Oh, immer wenn hier was rot geleuchtet hat, kam irgend so ein Vieh durch die Gegend gehopst. Oh, Öl. Mein bester Freund. Moment. Okay, das ist zu. Dann ist hier jetzt irgendwo ein Schlüssel. Okay. Das hier sieht gar nicht mir so... Mir ist richtig schlecht, muss ich gerade sagen. Jetzt, weil... So, ich kann heute so genau mitfühlen, wie es dir sonst manchmal so ergeht. Aber du hast also keinen Sound. Also, ich möchte nicht wissen, was ist, wenn ich Sound hätte. Ich glaube, ich hätte ausgemacht. Ich glaube, ich werde mich da unten verkrochen. Ja, in die Embryonalstellung gelegt und geweint. Hab Respekt vor mir. Ich spiele es sogar. Der erste Part war sehr einfach. Aber wenn du denkst... you can make this part of the house... Was? Warte mal, nochmal, der First war der quite, die war sehr einfach. Aber ich denke, du machst. You can make this part of. Achso, du kannst den nächsten Bereich des Hauses machen. Ja. Aber so glaubst du. Achso, glaubst du, du kannst in den nächsten Teil des Hauses gehen? Oder irgendwie sowas wahrscheinlich? Ich denke, ja, glauben, ja, glauben. Denken. Ach so, ich denke, du könntest den nächsten Bereich des Hauses machen. So. Ja, oh ja, genau, das könnte auch sein. Okay, ist hier was drin? Zünden wir auf jeden Fall mal an. Der Raum mag ich. Ich kann schon gar nicht mehr reden. Der hier, der ist gut, der Raum. Machen wir schön Licht an hier. So. So, hier können wir bleiben. Guck, schön hell. Wie viel haben wir? 12 Minuten 40. 12 Minuten 40. Aber die Story, die soll ja relativ kurz sein, also... Mal sehen, vielleicht kriegen wir die ja sogar durch. Oh, ich will euch nicht immer so laut schreien, ey. Ich weiß nicht, darf ich das? Ja, ja klar. Okay. Okay. Diesmal ist wirklich was vom Kopf gefallen. Ja, aber das war nicht so gut. Jetzt weiß ich auch, warum du von dir gesagt hast, hier gibt es so viele Schränke. Ja, ich weiß es nicht, wurde mir nur gesagt, dass es hier viele Schränke gibt. Also wenn jetzt irgendein Geräusch ist, das bin ich. Ich kratze mir gerade über meine Oberschenkel. Nicht, dass es sich wieder erschreckt. Ich weiß nicht, soll ich hier durch? Ich weiß es nicht, ich hab Angst. Komm, das ist so offensichtlich, ich geh einfach mal. Ja, ich halte mich schon am Tisch fest. Mega Vernunfttrank. Oh Gott. Oh nee, ey. Ich bleib jetzt im Schrank und weine. Ja. Drück mal die Embryonalstellungstaste, damit er auch dann auch vorbereitet okay, ist. Kein Problem, ich mach kurz einen Sheet. So. So. Oh, ist ganz schön übel, ey. So hin und her winken, wanken. Ja, meiner wackelt schon, er muss aufs Klo. Ich glaube, wir müssen weiter. Da ist dir schon mal aufgefallen, dass die ganzen Leichen, dass wenn man sie identifiziert, immer Männer sind, weil da sind immer nur Penisse überall dran. Ne? Aber also bei Amnesia oder Penumbra sterben immer nur Männer, oder? Also bei Penumbra weiß ich nicht, das habe ich noch nicht gespielt, aber... guck mal, das ist voll eklig, wir können sogar seine Beine auseinanderdrücken, ist das eklig. Noch nicht mal rasiert. Ja, irgendwie, aber ich glaube Frauen, das ist dann schon wieder so... aber es ist doch Brüste. Diskriminierend. Was heißt das so viel? Ach, wenn da ein toter Mann ist, dann ist es ja egal. Aber wenn da eine tote Frau ist, ist es ja ganz schlimm. Ist jetzt die tote Frau mehr wert als der tote Mann? Ich finde das sehr diskriminierend. Finde ich nicht gut. Ja, du, Was ist da hier mit Emanzipation? Die wollen doch gleichberechtigt werden. Ja, du armer, missverstandener Mann. Ja, ich armer, missverstandener Mann. Okay.